Moin miteinander, herzlich willkommen zurück bei The Book of Unwritten Tales. Hier bei Sexy Evo im MacGuffins oder bei MacGuffins Haus besser gesagt, haben wir das letzte Mal aufgehört. Der gute Wilbur ist geflogen und hoffentlich sicher angekommen, das wissen wir leider noch nicht. Denn jetzt gibt es einen Wechsel der Charaktere auf die gute Elfin Ivo, die sich erstmal den Schornstein anguckt. Warum, weiß ich nicht. Eigentlich wollte ich erst mit Cheep Cheep reden. Eine gewagte Konstruktion. Und wie das ganze Haus ziemlich windschief. Sieht nicht so aus, als würde er noch lange halten. Ja, ich habe sogar gerade jetzt erstmal auf die Uhr geguckt, damit ich schon mal weiß, wie spät es ist und ich jetzt nicht mal so wieder durcheinander komme mit den Zeiten. Ja, das, fragen wir doch mal alles durch. Das ist doch ganz nett mit der Vogelscheuche. Warum macht dir die Vogelscheuche keine Angst? Ja, sicher. Als ob. Normalerweise bist du der Erste, der die Flucht ergreift. Ein Angstvogel. Hast du eine Idee, welches Artefakt so mächtig sein könnte, dass es einen zum Herrscher der Welt macht? Nein, das ist im Meer versunken. Nee, der wurde wieder in das Feuer geworfen, in dem er geschmiedet wurde. Nein, ich habe auch keine Ahnung. Es muss irgendetwas sein, das keiner auf der Rechnung hatte. Etwas, nach dem niemand gesucht hat. Im Buch des Gremlins wird es stehen, wenn ich es doch nur schon hätte. Mach's gut, Kleiner, und stell nichts an. Zwei Anspielungen in einer und derselben Gesprächsoption ist schon wirklich eine Kunst. Gucken wir uns mal die Gießkanne eine an. Eine alte Gießkanne aus Metall. Selbst für Gremlin-Verhältnisse ist sie klein. Die nehmen wir mit. Ja, genau, wusste ich doch, dass man die mitnehmen kann. Hahaha, ich bin so klug. Naja, einige ja gestapelte Holzscheite. Mit so einem kleinen Vorrat wird MacGuffin nicht durch den Winter kommen, nicht mal durch den Herbst. Nehmen wir ein bisschen mit, damit er noch weniger Holzscheite hat. Ist ja wohl... Drei sollten reichen. Das sind mehr als drei, oder? Eins? Moment, ich will zählen. Eins, zwei, drei. Also das sind auf jeden Fall mehr als drei. Vor allem, woher will die wissen, dass drei reichen sollten? Sie weiß ja gar nicht... Also, sie weiß ja jetzt noch gar nicht, was sie damit machen will. Also... Das ist eine primitive Mühle, würde ich sagen. Man kippt Getreide oben ins Loch und dreht den oberen Stein. An den Seiten kommt dann das Mehl heraus. Okay, eine Mühle. Ein sogenannter Mühlstein. Mühl. Oh, hier ist ein Brunnen. Ein Kürbisbeet. Nicht sonderlich gepflegt. Vermutlich verbringt MacGuffin zu viel Zeit hinter seinen Büchern und zu wenig in seinem Garten. Tja, ob das so Gelehrte wohl so an eine sich haben? Eine zerrissene, windschiefe Vogelscheuche. Die Kleidung ist von Mäusen zerfressen. Aber der Hut hat was. Ich glaube, das ist auch eine Anspielung. Vielleicht weiß es ja jemand von euch. Doch, ach ja, die Ladezeiten. Ich muss anfangen, in diesen Ladezeiten zu reden. Die sind mir echt ziemlich lang. Obwohl, jetzt geht's mittlerweile. Ich habe doch schon ein bisschen was hinbekommen. Scheinbar. Ohne zu wissen, was ich da jetzt gemacht habe. Typisch Junggeselle. Alles liegt durcheinander. Teller, Töpfe, Becher. Und an allem klebt eine Mischung aus Staub, Fett und toten Fliegen. Boah, das klingt ja echt nett. Ein Holzzuber. Etwa halb voll mit Wasser. Na toll, darin schwimmt die Wäsche des Professors. Weiße Hemden, graue Socken, rote Unterhosen. Toll. Da ist aber auch nie dazu gekommen, das sauber zu machen oder zu Ende zu waschen. Das ist die Rückseite des Kamins. Wenn MacGuffin Essen aufwärmen wollte, musste er es nur in einen der beiden kleinen Kachelöfen schieben. Wow, pfiffig. Ein kleines silbernes Schild. Wo denn? Das muss wohl sehr klein sein, ich sehe es auch gerade nicht. Ein kleiner altertümlicher Schild. Die Innenseite ist blank poliert. Da, ich sehe ihn. Den nehmen wir mit. Die Karotte, ich will die Karotte. Gib mir die Karotte! Na gut, dann eben nicht. Dann kriege ich eben keine Karotte. Als Lupus ist man sowieso nicht so auf Karotten. Aber ich will doch gern die Karotte. Na gut. Was haben wir denn hier? Ein kleines Holzgefäß. Mensch. Der Krug eines Zimmermanns. Kann man den mitnehmen? Vermutlich lohnt eine genauere Untersuchung nicht. Ich will diesen Krug haben.
Na gut, sie will den Krug nicht mitnehmen, obwohl ich es ihr befohlen habe. Eine Holzkiste mit einer Steintruhe. Eine steinerne Truhe, die in einer Holzkiste steht. Die Holzkiste sieht sehr billig aus. Es könnte sich um eine Lagerkiste handeln. Die Steintruhe ist verziert und auf ihr stehen Schriftzeichen. Ich kann sie nicht lesen. Warum denn nicht? Oh, Steinschild. Entschuldigung. Was war es nochmal? Silberner Schild. Glänzender, glitzernder, silberner Schild. Ich glaube, das sind Dinge, die der Professor für seine Ausgrabungen benötigt. Pinsel, eine kleine Schaufel, ein Sieb. Ich will was. Alles. Alles. Ich stecke das Sieb ein. Der Rest sieht ziemlich unbrauchbar aus. Dass sie das immer schon vorher wissen. Bücher über Bücher. Die meisten sind uralte Schinken. Sie sind in allen Sprachen der Welt geschrieben, wie mir scheint. Das Buch, von dem MacGuffin erzählt hat, ist im Keller versteckt. Diese Bücher hier interessieren mich nicht weiter. Okay, das ist ja schade. Stapel von Dokumenten. Altes Pergament und vergilbte Papiere. Gefüllt mit Texten in verschiedenen ausländischen Sprachen. Die will ich haben. Adunash und Vestron, Quenya und Sindarin. Und technische Zeichnungen in Kustul. Ah ja, gut, dass sie jede dieser Sprachen kennt. Ich hätte nicht mal eine davon gekannt. Wo ist denn hier ein Steinkopf? Ein seltsamer Steinkopf. Ach da. Er ist ziemlich grob behauen, hat aber auch einige feine Verzierungen. Vielleicht ein Mitbringsel des Professors von einer seiner Forschungsreisen. Vielleicht. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Eine kleine Holzschachtel. Sieht nicht antik oder allzu wertvoll aus, aber trotzdem eine schöne Arbeit. Doch, doch. Kann ich mich anschließen? Eine sehr, sehr hübsche Holzschachtel. Geht wahrscheinlich nicht auf. Sie ist abgeschlossen. Ach, Mensch. So was Ungewöhnliches in einem Point-and-Click-Adventure. Was soll schon passieren? Sand. Oh, die geht auf. Kommt es mir nur so vor oder ist es hier gerade wärmer geworden? Die Lade ist bis oben mit feinem Sand gefüllt. Keine Ahnung, ob da sonst noch etwas drin ist. Ich kann den Sand ja schlecht Korn für Korn durchwühlen. Doch, kannst du, du hast ein Sieb. Da ist etwas drin. Ein kleiner Messingschlüssel. Da. Ich weiß wofür. Der ist für die Truhe. Für die kleine Holzkiste, die so unscheinbar, aber doch sehr hübsch bearbeitet ist. Mal sehen. Im Kästchen liegt ein Stück Papier. Ein Stück Papier. Der Zettel ist eng beschrieben. Deus ex machina. Der Geist in der Maschine, lautet die Überschrift. Da ist auch eine Zeichnung von einer Steinfigur. Zu ihren Füßen steht eine Schüssel mit einer Flüssigkeit. Mal sehen. Der Geist in der Maschine kennt alle Geheimnisse dieses Hauses, steht hier. Bla bla. Fülle den Treibstoff in die Schale zu Füßen der Maschine, um den Geist zu wecken. Treibstoff? Ah, hier. Mahle die Bohnen und kippe das Pulver in kochendes Wasser. Fülle den Trank dann in die Schale. Das hatten wir schon. Die Bohnen erhältst du aus der Maschine. Seltsam. Eine Maschine, die alle Geheimnisse des Hauses kennen soll? Das klingt doch mal spannend. Wir gucken doch mal in dieses Büchlein. Ein großes, handgeschriebenes Buch. Es sieht aus, als wäre es häufig benutzt worden. Ein Tagebuch wahrscheinlich. Wir lesen mal drin. Es ist das Tagebuch des Gremlins. Vielleicht finde ich hier Hinweise auf den Keller. Mal sehen. Euch sicher. Wer aus dem hätte Intro jemals draus gedacht, dass es jemandem wie mir, einem alten Archäologen, zufallen würde, diesen Wahnsinn zu stoppen? Und den Schlüssel dazu fand ich nicht etwa auf einer meiner Expeditionen, nicht in dunklen Kerkern oder feurigen Bergen. Bekannt, oder? Nein. In einem alten Buch habe ich den Hinweis entdeckt. Er muss das Buch meinen, das im Keller versteckt ist und in dem sich die Hinweise auf den Aufbewahrungsort dieses Artefakts befinden. Die Aufzeichnungen enden mitten im Satz. Ich frage mich nur, warum ich noch nichts von Erzmagier Alistair gehört habe. Schon gestern früh habe ich Bechtel mit der Botschaft losgeschickt. Hoffentlich ist ihm... Das war der letzte Eintrag. Vor diesem Eintrag gibt es aber noch einige andere. Tja, wir wissen, warum er so rüde seine Ausführung unterbrechen musste. Denn hier kam jemand hereingeschlichen. Ja, guck mich nicht so vorwurfsvoll an, ich mache ja schon weiter. Was steht hier zu Anfang auf der Seite?
Ich habe heute die Bücher untersucht, die ich aus dem Grindelgebirge mitgebracht habe. Darunter auch ein Buch über Kräuter und Tinkturen. Ein altes Kräuterweib behauptete, ich würde darin Rezepte gegen meine kalten Füße finden. Eine einzige Enttäuschung. Nur abergläubisches Geschwätz von Froschaugen und Wollsocken. Ich wollte das Buch schon verfeuern, als mir auffiel, dass der Band noch mehr beinhaltete. Eine verstörende Geschichte über das tragische Verhältnis eines Zauberers zu seinem Hausschaf Boris sowie den Reisebericht eines Feenforschers. Im Reisebericht wurde geschildert, wie der Forscher auf der Suche nach unbekannten Feenstämmen auf einer Insel in der Westsee strandete. Er hat einige sehr schöne Zeichnungen von Tempelruinen angefertigt, die dort auf der Insel zu finden sind. Ich werde mir einen Spaß daraus machen und die von ihm abgezeichneten Runen übersetzen. Der nächste Eintrag wurde 2 Tage später gemacht. Es ist nur schwer zu lesen. Der Gremlin scheint sehr aufgeregt gewesen zu sein. Es muss der Eingang sein. Der Zorn der Götter ließ den Tempel im Meer versinken. Natürlich. Aber nicht alles. Nicht alles. Bei den Göttern. Meine Hände zittern. Und das, obwohl Bechtel mir einen Tee mit beruhigenden Kräutern gemacht hat, bevor er losgezogen ist. Der gute Bechtel. Er hat ja keine Ahnung, wie bedeutend meine Entdeckung ist. Ich habe ihn zu Meister Alistair geschickt, dem Erzmagier der Menschen. Er soll ihm einen versiegelten Brief geben. Morgen, schon morgen wird Meister Alistair hier sein und ich kann diese schreckliche Verantwortung von meinen Schultern laden. Ich werde kein Auge zutun können. Als nächstes folgt der letzte Eintrag, den ich vorhin schon gelesen habe. Mehr steht dort nicht. Genau. Und wisst ihr was? Ihr denkt wahrscheinlich genau alle das Gleiche wie ich. Alle denken in diesem Moment dasselbe, nachdem man diesen Eintrag gelesen hat. Mein erster Gedanke ist, wie kann man bitteschön sein Hausschaf Boris nennen? Das ist ja wohl der unpassendste Name für ein Hausschaf überhaupt. Und vor allem, ja, nee, dazu fällt mir nichts mehr ein. Ja gut, der Rest der Geschichte ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Hust, hust. Oh, gucken wir uns mal den Sarkophag an. Sieht aus wie ein uralter Sarkophag. Seltsam. Hier an der Seite sind Scharniere wie bei einer Tür. Ja, dann machen wir es doch mal auf. Was ist denn wohl hier im Sarkophag? Ups. Schade, hallo. Nur eine stinkende Mumie. Was haben wir hier? Was tust du, Mortimer? Was Mortimer? Zum... Habt ihr... Hast du gesprochen? Hä? Du sprichst? Ich? Nein. doch, ganz offensichtlich. Was ist offensichtlich? Na, dass du sprechen kannst. Ich liebe und diese es auch Mumie. Tust. Aber selbstverständlich. Aber eben meintest du würdest es nicht. Warum bist du so komisch, Mortimer? Ich bin nicht Mortimer. Wo ist Mortimer? Heißt MacGuffin, der Gremlin-Archäologe, der hier lebt so? Wie? Mortimer. Ja? Du heißt Mortimer? Aber nein! Ich glaube, wir beenden das Gespräch an dieser Stelle. Nein, bitte nicht. Ich glaube, du wirst langsam tüttelig, Mortimer. Das liegt am Alter, weißt du? Ich will vermutlich noch mal. Gibt es nur wenig Sauerstoff im Sarkophag. Ich will noch mal. Bitte lass mich noch mal mit der Mumie reden. Okay, noch mal. Ich dachte, diese Plätzchen geht es irgendwie muss wohl sein. Irgendwie weg. Oh, die Mumie ist so geil. So geil. Rübser. Jedes Mal wieder. Gut, dass du da bist, Mortimer. Hier war eben eine seltsame Person, die meinte, sie wäre du. Ich war das. Du warst das, Mortimer? Warum hast du dich als du selbst ausgegeben? Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, eben. Hast du etwas mit deinen Haaren gemacht? Du siehst so anders so geil aus. Verwechselst du mich ernsthaft mit einem meterhohen, alten, runzligen, glatzköpfigen Gremlin? Sei nicht so hart zu dir, Mortimer. Sieh mich an. Ich habe auch schon bessere Tage gesehen. Ich bin nicht Mortimer. Mortimer hat mich hergeschickt. Ich suche einen Geheimkeller.
Kannst du mir sagen, wie ich in den Keller komme? In den Keller? Natürlich! Und? Wie komme ich in den Keller? Was für ein Keller? Oh, wie was? Geil. Was? Nicht aufgeben. Du bist gewachsen, Mortimer. So ja, gut. Ja, wir haben Spaß. Oh ja, und wie. So geil. Ich will nochmal. Bitte, bitte mache nochmal. Es ist so Na, herrlich. Großartig. So geil. Moment, Moment, es kommt wieder. Oh, ups. Hallo, Mortimer. Ja, hör zu. Ich muss diesen Geheimkeller finden und ich glaube, du kannst mir helfen. Also reiß dich bitte zusammen. Natürlich, nein. Natürlich, natürlich. In Ordnung. Dann habe ich einige Fragen an dich. Oh ja. Wer bist du? Hattest du einen Unfall in einer Mullbindenmanufaktur? Nein, ich bin eine Mumie. Wird also, Mumien bei der Mumifizierung nicht das Gehirn durch die Nase gezogen? Das würde einiges erklären. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich schon. Ich sage es dir noch einmal, ich bin nicht Mortimer. Natürlich nicht, wenn du das sagst. Mortimer wurde entführt und ich wollte ihn retten. Das ist ja schrecklich. Du musst dich verstecken. Ich? Wieso? Man will dich entführen. Das hat man schon. Mortimer meine ich. Man hat Mortimer schon entführt. Aber es geht doch nicht. Wer unterhält sich denn dann abends mit mir? Mortimer ist dein Freund, oder? Hat er dich ausgebuddelt? Ja, das kann man so sagen. Ich lag ziemlich lange im Dunkeln. Irgendwann öffnete sich der Deckel und Mortimer war da. Seitdem wohne ich bei ihm in der WG. Tja, wie es aussieht, wird Mortimer in nächster Zeit nicht für dich da sein, um mit dir zu plaudern. Ah, wie geil. Wir plaudern nicht. Wir diskutieren, wir beratschlagen, wir debattieren, wir plaudern. Aber niemals würden wir Skifahren. Hm? Wieso? Willst du etwa Skifahren? Ich will nicht Skifahren. Was ist Skifahren? Keine Ahnung. Oh, super. Ah, ich liebe diese Mumie wirklich. Kannst du mir sagen, wo die Geheimtür ist und wie man sie öffnet? Wir müssen ja auch in einer WG wohnen. Du bist vergesslich, Mortimer. Ja, genau. Also hilf mir auf die Sprünge. Wie öffne ich doch gleich die Geheimtür? Welche Geheimtür? Langsam ist es nicht mehr witzig. Doch. Was? Das. Die Geheimtür zum Keller. Wie kann ich sie öffnen? Du fummelst da immer an diesem Ding herum. An dieser Steinfigur. Und dann wird die Geheimtür geöffnet und du verschwindest irgendwo. Und wohin genau geht man? Gehe ich dann? Das weiß ich nicht. Ich habe meinen Sarkophag seit 4000 Jahren nicht mehr verlassen. Ui, das erklärt auch einiges. Kein Wunder, dass du einen an der Waffel hast. Sie sind nicht Mortimer. Warum geben Sie sich als Mortimer aus? Ich hab genug. Tschüss. Oh, wie süß. Tschüss. Das ist doch ein perfektes Schlusswort. Dann sage ich euch auch mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.